Hallo meine kreativen Freunde, es ist mal wieder Zeit für ein weiteres Lego World Video. In der heutigen XXL-Folge beantworte ich wieder eure Fragen, gebe Tipps und es wird natürlich an der Lego-Stadt weitergebaut. Und genau damit fangen wir jetzt an.
fertig. Vorerst natürlich. Wir bauen später selbstverständlich noch weiter an der Stadt. Doch jetzt beantworte ich erst einmal ein paar eurer Fragen. ZockerLP890 fragt: Wann kommt der Bahnhof und der Strand? Naja, was den Strand betrifft, da haben wir ja schon ein bisschen mit angefangen und es wird auch schon bald weitergehen, so viel kann ich schon mal versprechen. Und was den Bahnhof betrifft, ich denke so Januar, Februar nächsten Jahres werden wir damit anfangen. Benedikt Ahlich fragt: Kannst du ein Schiff am Meer bauen? Also die Idee mit einem Schiff direkt am Meer ist eigentlich eine sehr gute Idee. Es gibt ja mittlerweile auch recht gute Schiffsmodelle von Lego. Aber ich weiß noch nicht, ob das von der Größe so hinhauen würde. Was auf jeden Fall vorne an den Strand kommt, ist natürlich das ein oder andere kleine Boot, was wir schon mal zusammengebaut haben. Koloscraft schreibt: Kauf dir die Straßenbahn für deine Stadt. Du meinst sicherlich dieses Modell hier. Also ich muss zugeben, ich liebäugle schon eine ganze Weile mit diesem Modell und es kann gut sein, dass irgendwann mal eine Straßenbahn durch die Lego World fährt. Gameboy Sebi fragt: Wie viele Stunden baust du in der Woche? Nun, das ist ganz unterschiedlich, aber ich denke, so 6 bis 8, manchmal auch 10 Stunden pro Woche, die werden es schon sein. All My Jeezies fragt: Hey, wieder mal ein super cooles Video. Du machst zwar keine derartigen Videos, aber kannst du bitte zeigen, wie man Berge baut? Ich versuche immer, dieses Steinemuster hinzubekommen, aber es klappt nie. Schau dir doch mal auf meinem Kanal die Lego World Folge Nummer 3 an. Ein Berg aus Steinen. Da habe ich das Ganze ein bisschen langsamer und Stück für Stück nochmal gezeigt, wie man denn zum Beispiel so eine Bergwand bauen kann. Otopon fragt: Wie wäre es mit einer kleinen Höhle im Berg? Also eine kleine Höhle wird es definitiv im Brick Mountain geben. Und wer in dieser Höhle wohnt, das weiß ich auch schon. Lero Movies fragt: Wie wäre es mit einer Seilbahn auf dem Brick Mountain? Über diese Idee hatte ich auch schon nachgedacht. Allerdings brauchen wir in naher Zukunft den Platz oben auf dem Brick Mountain, denn dort kommt etwas Größeres hin. Was genau das ist, das verrate ich euch später. David Stumpf fragt: Wo kaufst du dir Lego-Steine? Sind die da billiger? Also, wo ich meine Lego-Steine im Internet bestelle, das hatte ich euch ja bereits in den letzten Folgen schon mal erklärt. Solltet ihr aber das Glück haben, aus dem Großraum NRW zu kommen, habe ich da noch einen echten Geheimtipp für euch. Im Kreis Mettmann gibt es einen großen Lego-An- und Verkäufer: Fix and Bricks. Hier habt ihr mehrmals im Monat die Möglichkeit, euch durch das riesige Sortiment zu wühlen. Und ich denke, hier ist für jeden etwas dabei. Die genaue Adresse, Öffnungszeiten und alle anderen Informationen findet ihr auf der Facebook-Seite von Fig and Bricks. Und wo ihr die findet, das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und zu guter Letzt habe ich dann noch einen Tipp, wie ihr gebrauchtes Lego ganz einfach reinigen könnt. Ich benutze hier einfach sogenannte Wäschesäcke, denn die eignen sich hervorragend, um Lego-Steine darin sauber zu machen. Einfach die verdreckten oder gebrauchten Lego-Steine in solch einen Wäschesack geben und das Ganze dann am besten im Spülbecken mit lauwarmem Wasser und einem Schuss Spülmittel einweichen lassen. Nachdem ihr die Lego-Steine dann eine Zeit lang habt einweichen lassen, einfach mit klarem Wasser wieder abspülen. Die noch nassen Lego-Steine auf ein Küchentuch geben und trocknen lassen. So, ich hoffe, die heutige XXL-Folge hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten wieder mit dabei seid. Und was es da zu sehen gibt, das erzähle ich euch jetzt. Wir kehren für dieses Jahr das letzte Mal zurück an den Strand, denn dort gibt es noch einiges auszubauen. Bis dahin gehabt euch wohl und bleibt kreativ!